Häufig laufen wir ungeachtet an ihnen vorbei, denn Kornblumen wachsen oft an Straßenseiten und in Parks. Dabei sind die Blüten so auffällig, dass sie zum echten Hingucker im Garten werden. Bevor mit der Aussaat der Kornblume begonnen wird, sollte ein geeigneter Standort ausgesucht werden. Die Blumen sollten an einem sonnigen Platz wachsen und sie brauchen lockere Erde, die zusätzlich Sand enthalten kann. Aussehen kann man die Samen zwischen März und April. Jedoch sollte auf einen Pflanzabstand von ungefähr 30 cm geachtet werden. Die Samen müssen nicht tief im Boden sitzen, sondern nur leicht mit Erde bedeckt werden. Kornblumen kann man zudem auch in einem tiefen Topf aussehen. Sie sind pflegeleichte Pflanzen und müssen nicht oft gegossen werden. Wichtig ist, Staunässe zu vermeiden und sie nur in langen Trockenphasen zu wässern. Die Blume galt früher als Heilpflanze und wird heutzutage meist in Kombination mit anderen Heilkräutern verwendet. Der Kornblumentee wirkt beispielsweise verdauungsfördernd und hat eine entzündungshemmende und ausschwemmende Wirkung. Und wer unter juckender und gereizter Haut leidet, kann ein entspannendes Kornblumenbad nehmen. Das beruhigt die Haut und kann die Wundheilung und Regeneration unterstützen.